Ja, herzlich willkommen zum Online-Kongress Spirituelle Essenz. Mein Name ist Sven Priak und heute spreche ich mit Nina Muick über das Thema Menschheit am Scheideweg. Nina Muick weiß, was es bedeutet, die eigene Leuchtkraft zu unterdrücken. Um durch die Schulzeit zu kommen, wählte sie die Strategie, sich anzupassen und möglichst sich uns unsichtbar zu machen. Doch so richtig funktioniert hat das nie. Im Hintergrund fühlte sie doch noch irgendwo, was sie wirklich ist, was ihr wirklich wichtig ist und dass sie eine Aufgabe habe. Da möchte ich doch dich an dieser Stelle fragen, ich könnte ja viel mehr von dir vorlesen, aber erzähl doch mal erstmal ein bisschen was nochmal über dich, bevor ich mit der einen oder anderen Frage beginne. Ja, gern. Danke für deine Einladung zu dem Kongress. Bin neugierig, was wir heute besprechen und auch was für Fragen du stellst. Also ich bin die Nina Muick aus Tirol in Österreich und ich habe auch Online-Kongresse veranstaltet zum Thema Leuchtkraft am Anfang. Das war 2019 und seitdem begleitet mich das Thema Leuchtkraft sowohl im persönlichen, privaten Bereich als auch beruflich. Leuchtkraft, das passt auch zum Thema spirituelle Essenz sehr gut. Das verkörpert für mich das unendlich Weite in uns, die Essenz, die wir alle in uns tragen und auch immer in uns tragen werden, egal wie indoktriniert wir sind, wie wir durchs Leben gehen. Es ist etwas, was immer vorhanden bleibt und je nachdem, welche Schichten wir selber in uns auflösen, können wir den Zugang dazu freilegen. Uns die Leuchtkraft in uns wieder entfachen, die spirituelle Essenz erkennen. Und da haben wir auch über das Gefühl, über die Intuition einen konkreten Zugang dazu. Wir spüren das einfach dann innerlich im Herzen. Es weitet sich zum Beispiel mehr aus. Wir können besser die richtigen Impulse empfangen, auch aus der Intuition heraus handeln. Wir können zum Beispiel lernen, mutiger zu sein dadurch, weil einfach die Wahrheit, die wir im Herzen fühlen, die wird stärker und die überwiegt irgendwann. Und somit haben wir auch nicht mehr so viel Angst vor den Auswirkungen, wenn wir unsere Standpunkte auch beziehen, wenn wir dazu stehen lernen. Und in der aktuellen Zeit erfordert es das meiner Meinung nach sogar, dass wir einfach bestimmte Standpunkte ansprechen, dass wir sie kommunizieren können und dazu stehen, was wir wirklich fühlen und was uns ausmacht im Wesentlichen. Ist sehr spannend. Die Leuchtkraft hast du da angesprochen. Da gehen wir aber auch noch mal ein bisschen drauf ein. Aber unser Thema heißt ja auch Menschheit am Scheideweg. Und da drängt sich mir so ein bisschen die Frage auf, was bedeutet das für dich? Ja, das war auch ein Kongress von mir, Menschheit am Scheideweg, und der Titel auch noch Fremdbestimmung oder Eigenverantwortung. Und das heißt, das trifft es schon ganz gut. Fremdbestimmung bedeutet, dass ich mehr den Indoktrinationen folge, denen ich einfach ausgesetzt worden bin im Laufe des Lebens. Eigenverantwortung bedeutet, dass ich mir im Klaren darüber bin, was ich wirklich aus meinem tiefsten Inneren heraus wirklich will. Was meinem Herzen entspricht, vor allem was ich leben will, was meinem Wesen entspricht, meiner Natur. Und der Rest, das ist einfach etwas, was wir alle mal durchgemacht haben, zum Beispiel durch die Schule, auch schon durch den Kindergarten, durch die Bildung, durch das System, wie wir das heute haben, oder auch in den letzten 4 Jahren durch Regelungen, Maßnahmen, die wir befolgen sollten. Und Religionen zum Beispiel, organisierte Religionen, auch durch ganz viele andere Bereiche wie die Vergiftung durch die Nahrungsmittel oder durch die Luft, durch das Wasser, Vergiftung auf allen Ebenen. Und Eigenverantwortung bedeutet für mich, das mal zu erkennen, wo überhaupt die Indoktrination überall stattfindet. Und von mir aus hat jeder Mensch, also wirklich jedes Wesen, hat so die eigene Wahl, den freien Willen, sich zu entscheiden, irgendwann im Laufe des Lebens oder auch mehrmals, da kann man sich ja auch umentscheiden, welchen Weg wählt man? Den Weg der Eigenverantwortung, der Wahrheit, Erkenntnis, sich selber einzugestehen, dass man da und dort wirklich indoktriniert worden ist. Oder den anderen Weg, wo man es vielleicht, aber bin ich mir gar nicht so sicher, bequemer hat,
und einfach mitmacht so mit der Masse, um nicht aufzufallen, oft auch, um zum Beispiel nicht ausgegrenzt zu werden. Oder das sind halt ganz viele Ängste, die damit verbunden sind. Deswegen folgen viele auch dem, was die Masse sagt, weil sie eben, sie möchten nicht ausgegrenzt werden, sie möchten geliebt werden, sie wollen die Angst nicht fühlen, wie es ist, nicht gut genug zu sein, zum Beispiel. Und die ganzen Ängste, die existenziellen Ängste, die grundlegenden Ängste, die sind halt in unserer Kindheit bereits entstanden, meistens, bei den allermeisten von uns. Da sind die Grundsteine schon gelegt worden, warum wir die Ängste in uns tragen. Wenn wir den Weg in die Eigenverantwortung gehen wollen, dann bedeutet es auch, sich damit zu befassen, was haben wir überhaupt für Ängste, sich das einzugestehen und zuzugeben auch, ja, ich habe Angst davor, vielleicht ausgegrenzt zu werden oder Angst davor, dass ich was nicht gut genug mache. Ich glaube, jeder von uns kennt die Ängste, wenn er ehrlich zu sich selber ist, von dem einen oder anderen Lebensbereich, egal ob das in der Schule ist, ob das später im Beruflichen ist, in der Partnerschaft, in der Familie oder auch die letzten 4 Jahre, was passieren könnte, wenn man eine eigene Meinung vertritt, die dem Narrativ der Gesellschaft zum Beispiel widerspricht. Unglaublich, du kommst mir so unheimlich klar vor und ausgerichtet vor. Und ich bin so erstaunt, weil du bist noch relativ jung, sage ich mal. Ich habe auch in meinem Bekanntenkreis junge Menschen gehabt, weil du die letzten 4 Jahre gesprochen hast. Ich habe das erlebt, was du gesagt hast. Also wirklich ganz nette und auch studierte und auch gebildete Menschen in meinem Bekanntenkreis, die sich dann dieser Anpassung und diesen Maßnahmen sich dann hingegeben haben. Und du hast es jetzt gar nicht gemacht. Insofern bin ich total fasziniert von dir, dass du so klar bist und auch diese Entscheidung so für dich siehst, reflektierst und auch getroffen hast. Das habe ich bei vielen jungen oder jüngeren Menschen vermisst. Ich habe jetzt, und das finde ich unheimlich faszinierend. Würdest du dich als alte Seele bezeichnen? Würde mir jetzt selber nicht unbedingt einfach als standhaft eigentlich, so würde mir mittlerweile bezeichnen. Und das hat ja auch einen ganz langen Weg dazu gebraucht, warum ich jetzt da stehe, wo ich stehe. Ich bin selber durch ganz viele ja, schwierige Zeiten auch gegangen in meiner gesamten Kindheit und Jugend. Und meiner Meinung nach bin ich darauf genau vorbereitet worden. Also ich bin sehr dankbar, dass das so war. Auch zum Beispiel das Thema Mobbing war bei mir früher ein großes Thema. Ausgrenzung, ebenso Erfahrungen, die man eigentlich gerne vermeiden möchte. Da habe ich ganz viele davon gemacht. Was mich darin bestärkt hat, aber den Weg zu gehen, den ich jetzt gehe, weil mir kann nichts Schlimmeres als das, was war, passieren. So fühlt sich das für mich an. Und deswegen, ich habe immer so die innere Haltung, ich kann nichts mehr verlieren. Gewinnen. Und das, was es zu gewinnen gilt, das ist viel größer und auch ehrlicher. Es entspricht viel mehr meiner Wahrheit, die ich in mir trage. Lieber gewinne ich das und nehme ein paar unbequeme Situationen auf mich und gehe dann mit denen um, was man ohnehin lernt auf dem Weg, wenn man es ja, ernst meint. Und auch die Disziplin hat, da durchzugehen, die Entscheidung trifft. Anstatt, ich verstell mich zum Beispiel, ich passe mich an, um etwas zu vermeiden und werde dann dadurch aber unglücklich, weil auch die Seite kenne ich selber. Das ist dann total unerfüllend, für mich ergibt dann nichts Sinn und die würde mich einfach nur verleugnen. Und dafür bin ich nicht hergekommen. Das reichte mir dann irgendwann, das zu versuchen. Weil ich finde es unheimlich stark, weil ich bin so ein, auch ein, ich trage so ein bisschen Enttäuschung über gewisse Menschen mit mir herum, eben weil du diese letzten 4 Jahre angesprochen hast und dieses C-Thema. Ich will jetzt gar nicht so tiefer drauf eingehen. Da waren für mich gebildete Leute, die aus irgendwelchen Gründen gewisse Zusammenhänge nicht erkennen konnten. Ich weiß jetzt auch gar nicht, warum. Ich will auch gar nicht die Begründung suchen. Und insofern macht mir das Freude, dass unser Termin hier und unser Gespräch geklappt hat. Und das gibt mir dann auch ein bisschen wieder, oh, da sind Menschen unterwegs, die verstehen gewisse Zusammenhänge, die haben auch eine gewisse Klarheit, die gehen da weiter auf den Weg.
ich sag mal, der Erkenntnis oder der Essenz, der spirituellen Essenz da zu forschen. Aber ich möchte noch mal fragen, Menschheit am Scheideweg. Wir hatten jetzt, ich springe jetzt mal kurz aktuell. Ich hatte das nur so nebenbei mitgekriegt, dass von manchen Remote-Viewer, dass im Oktober eine große Aktion passieren wird. Und jetzt ist wohl auch eine größere Aktion passiert, da unten in Israel. Da sind mehrere Raketen auf Israel geflogen. Ich will jetzt gar nicht in die Hintergrundmechanismen eintauchen, aber es war angekündigt von manchen Remote-Viewern. Und deshalb jetzt Brückenschlag, Menschheit am Scheideweg ist ja hier auch unser Thema. Hat das mit dem Scheideweg zu tun? Ist das ein Baustein wiederum, die Dinge, die Hintergrundzusammenhänge zu erkennen? Wo stehen wir denn deiner Meinung nach im Moment innerhalb der Menschheitsfamilie? Ich glaube, dass grundsätzlich alles, was gerade passiert, dazu beiträgt, dass jeder sich entscheiden kann, wo er selber stehen möchte, dass er sich klar positionieren kann. Und das eben, das ist der Scheideweg. Man kann nicht irgendwie da, soll ich sagen, da durchschwimmen, ohne sich klar zu positionieren. Man wird einfach dazu gebracht, sich zu positionieren. Das heißt, sich auf die Seite, die man wirklich in sich trägt, die man fühlt, da klar Stellung zu beziehen. Und egal welches Ereignis das ist, ob das jetzt ein Krieg ist, ob das jetzt das C-Thema ist, ob das auch die Nahrung zum Beispiel betrifft, die wir alle täglich zu uns nehmen, oder eigentlich ist es egal, über welches Thema, der Einstieg kann über ganz viele Bereiche sein, geht es im Kern darum, sich zu hinterfragen, zum Beispiel auch die eigene Lebensweise oder mit welchen Menschen man sich umgibt, wer wirkliche Freunde sind, was man wirklich auch für Visionen in sich hat. Das ist eine Riesenmöglichkeit, das klar zu erkennen, wohin man möchte und sich neu auszurichten, bestimmte Dinge in sich zu klären, auch der Umgang mit Gefühlen zum Beispiel, die Lebensweise so anzupassen, dass man einfach die Ziele erreicht, dass man auch die Vision umsetzen kann, weil es braucht sehr viel Kraft, wenn man da wirklich hinspürt, wie schaut denn meine Vision im Herzen aus? In welche Richtung soll das gehen? Was beinhaltet das alles? Wie schaut so ein Leben aus? Wie schaut mein eigener Rhythmus zum Beispiel aus? Entspricht der überhaupt dem, dem ich jetzt lebe? Was kann ich dazu beitragen, damit ich meinen eigenen Rhythmus wirklich wieder erkennen und leben kann? Das Thema Entgiftung ist meiner Meinung nach ein ganz großes Themengebiet, was wichtig ist für uns alle, damit wir überhaupt klar erkennen können, was so stattfindet. Und die Ernährung, die spielt auch eine Riesenrolle, oder Bewegung, dass wir auch auf unseren Körper achten, weil gerade in der spirituellen Szene wird der oft vernachlässigt. Da schaut man so eher auf die geistige Ebene, die spirituelle, aber der Körper, das begegnet mir halt immer wieder, ja, der ist nicht so wichtig. Aber der ist total wichtig, den haben wir da in dem jetzigen Leben. Und darum sollten wir da ganz gut drauf achten, was führen wir dem zu, egal ob jetzt über die Ernährung, über die Pflegeprodukte oder was leiten wir aus, weil wir haben alle Unmengen an Giftstoffen in uns, auch durch die Luft, durch die Ernährung, durch Einflüsse von außen. Und das ist mal ein wichtiger Weg für den Menschheit am Scheideweg, damit wir uns überhaupt richtig entscheiden können und erkennen können, was ist das eine, was ist das andere, wohin navigiere ich in meinem Leben? Du sprichst die Ernährung an und wird so unterschätzt, die Ernährung. Ich hatte jetzt gerade auch wieder so eine Leberreinigung gemacht über 6 Wochen. Aber mir fällt auf, wenn ich so durch den Supermarkt gehe, also 90% der Lebensmittel sind halt schlicht und einfach zu sagen Dreck. Also man muss Ja, dann wirklich genau. gucken. Und dann fällt mir auf, es gibt nicht Menschen, die so viel Geld haben, um sich wirklich gute Lebensmittel zu leisten. Ich stehe manchmal dann auch vor einem Regal und sage, und ich merke dann auch wirklich bei manchen Sachen den wirklichen Unterschied, ob es Bioprodukt ist. Und ich habe mal versucht, wirklich so ein bisschen zu unterscheiden. Habe ich mir Bio-Zitronen gekauft und normale Zitronen. Die normalen haben 99 Cent gekostet und die anderen gleich fast 3 Euro, die gleiche Menge. Das ist
fast das Dreifache mehr. Und es gibt einen ganz klaren Qualitätsunterschied, das merkt man schon beim Auspressen. Und das finde ich so schade, dass viele Menschen quasi gehen arbeiten und haben nicht mehr genug Geld, um sich wirklich saubere, tolle Lebensmittel zu leisten. Und das ist ja auch so eine Geschichte. Und Lebensmittel sind ja auch gut ausgewählte Lebensmittel, ist ja auch ein Stück weit Medizin. Und das finde ich dann so traurig, dass da so krasse Preisunterschiede sind. Und ich weiß auch gar nicht, wie man sowas lösen kann, dass ein Großteil der Bevölkerung, ich kenne viele, die sind auch bewusst, aber die haben auch gerade spirituelle Leute oder Menschen, die leben auch relativ einsam und haben auch nicht das Geld, sich diese hochwertigen Lebensmittel zu kaufen und sind dann angewiesen auf die normalen Billiglebensmittel, sage ich mal in Anführungsstriche, wo die Qualität nicht so gut ist. Aber die haben auch kaum Motivation, weil du das angesprochen hattest, weil die vernachlässigen, also viele Spirituelle vernachlässigen den Körper so, aber das wandelt sich gerade meiner Meinung nach ganz, ganz stark, auch in der spirituellen Szene, dass immer mehr auf den Körper geachtet wird. Das ist das Instrument, um sich zu transformieren. Wie siehst du das? Ja, genauso. Also von der Ebene kann ganz viel beginnen, gerade von der körperlichen und materiellen Ebene, indem wir auch da zum Beispiel den Kampf dagegen beenden, so sagen, ja, das ist nicht wichtig. Doch, es ist wichtig, es trägt uns durchs ganze Leben. Und wegen der Ernährung, also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, wo man wohnt. Bei uns zum Beispiel in den umliegenden Dörfern, da gibt es von den Bauern so kleine Holzhütten, da kann man einfach Geld einwerfen und man nimmt Gemüse mit. Das ist teilweise viel günstiger und eine bessere Qualität als in den Supermärkten. Das ist, wenn man halt die Möglichkeit hat, nach dem, wo man wohnt, kann man das so machen. Oder zum Beispiel, wenn man direkt in Wälder gehen kann, ein gutes Umfeld um sich hat, auch Natur, dann kann man sich mit Wildkräutern befassen. Was kann man denn da essen? Was wächst in meinem Garten, wenn man einen hat? Oder eben in Wäldern, Naturgebieten in der Nähe, vielleicht auch Parks. Und mal da schauen, was kann ich davon essen oder auch Baumblätter, da gibt es ganz viel. Das wäre eine Möglichkeit, sonst selber anpflanzen, wenn man nur kleine Bereiche hat, geht ja auch mit Sprossen selber anpflanzen, wo ganz viele Mikro auch Nährstoffe enthalten sind und sonst auch Nahrungsergänzungen, wenn man die Möglichkeit hat, supplementieren. Aber was auch entscheidender ist, weil ich beobachte ganz viel, was die Menschen so einkaufen, was haben sie denn in ihrem Einkaufswagen. Und auch die, die wenig Geld haben, die treffen halt oft auch, sage ich, schlechte Entscheidungen für ihre Gesundheit. Wenn ich mir vorstelle, sie würden das weglassen, was wirklich ungesund ist und ihnen schadet, dann haben sie auch mehr Geld zur Verfügung, um dafür gesunde Nahrungsmittel einzukaufen und halt genau zu schauen, lassen sie das vielleicht lieber liegen, tut ihnen das wirklich gut, und investieren sie das lieber in teurere Bio, Nahrungsmittel, Gemüse und sowas in der Richtung. Ja, immer je nachdem, wie handelt man selber, wo ertappt man sich, wo man vielleicht unnötig Geld ausgibt. Sonst auch, weiß nicht, vielleicht kann man Abos oder so, die man hat für Netflix oder für so irgendetwas, wo man sonst Geld ausgibt, das Abo beenden und hat dann auch mehr zur Verfügung, um gute Nahrung zu kaufen. Das liegt halt an jedem selber. Was sind denn meine Prioritäten? Was ist mir wirklich wichtig? Wo gebe ich etwas unnötig aus? Wo investiere ich was lieber, weil das mir einfach mehr am Entwicklungsweg dient? Du sprichst da was Spannendes an. Also wenn so nach dem Motto, wo ein Wille ist, auch ein Weg, wenn man nicht so viel Geld zur Verfügung hat, das habe ich auch gemerkt. Also ich habe ein bisschen meine Ernährung ein bisschen umgestellt seit Oktober, seit nee, August. Davor war ich wieder ein halbes Jahr, habe ich mich nicht so prickelnd ernährt und ich merke knallhart den Unterschied. Also ich hab dann 6 Wochen diese Leberreinigung gemacht, habe mich sehr zurückgehalten, habe mir keine Mehlprodukte gekauft. Aber ich kenne halt die Anhaftung. Nach 6 Wochen habe ich gedacht, ach komm, jetzt wieder ein Kaffee und ein Stück Kuchen oder so. Irgendwie, ich habe sofort wieder diese Anhaftung an diesen Geschmack gehabt. Vieles wird ja auch über den Geschmack und das verstehen ja
Manche überhaupt nicht, dass man praktisch durch den Geschmack praktisch konditioniert wird. Und dann ist es jetzt wieder so fast ein bisschen gekommen. Dann habe ich wieder 2 Tage nicht gekauft und dann habe ich gedacht, doch wieder ein Kaffee. Also ich sage mal, da steckt auch Methode dahinter. Ja. Obwohl mir das andere wesentlich besser tut. Also ich merke gleich den Unterschied, wenn ich dann, ich sag mal, schlechtere Lebensmittel zu mir nehme. Das wirkt sich gleich aufs ganze System aus. Das ist unglaublich. Das ist auch so eine Art Selbstversuch und Selbstbeobachtung von mir. Ich finde es unglaublich spannend. Und wenn man das nicht mal wirklich mal eine Zeit lang durchhält und probiert, da mal wirklich konsequent drauf zu achten. Aber Ja, da das gibt ist es es eben. ja. Da gibt es halt, ich sag mal, der Hüter oder der Dämon in sich, der dann immer wieder, das ist dort der 21, man muss 21, ich habe das 21 Tage durchgehalten und trotzdem bin ich wieder in die Falle gelaufen. Trotzdem war da wieder was. Ach komm, jetzt doch wieder ein Kaffee und ein Kaffeestückchen, so richtig was Babbisches, sagt der Hesse. Ich weiß alles, da ist dieser raffinierte Zucker drin. Und wenn ich eigentlich nur mal eine Honigwaffel, also eine Reiswaffel mit ein bisschen schönen Naturhonig, guten Honig drauf tue, ist es bekömmlicher für mich. Und ich finde es halt nur spannend. Also ich werde es auch wieder loslassen. Aber da sprichst du wirklich was ganz Zentrales an, was sehr, sehr unterschätzt wird. Also das heißt auch vielleicht an der Stelle, dass man, wenn man sich bewusst gut und gezielt ernährt, erhöht man auch seine Leuchtkraft. Oh ja, sehr. Auch durch Also, Bewegung. Ja, Bewegung ist auch was, das betrifft den Körper, nicht nur rauszugehen, sondern auch zum Beispiel die Muskulatur zu trainieren, ist auch was ganz Wichtiges. Man sieht das auch bei älteren Menschen, dass die oft leider teilweise verkümmert und dann haben sie auch mehr Knochenbrüche oder so. Und wenn sie aber das ganze Leben eher konstant trainiert haben, auch zum Beispiel leichtes Krafttraining oder schweres auch, je nachdem, wie jemand ist, darauf achtet, dann geht es dem auch im Alter viel, viel besser. Er ist eigentlich ganz logisch, er hat einen besseren Körper einfach, er hat eine bessere Haltung und dann gelingt es ihm auch leichter, einfach die Kraft für was anderes auch einzusetzen. Also ich praktiziere seit knapp 20 Jahren jeden Tag Yoga, also nicht intensiv, aber doch je nachdem, wie Zeit ist, und auch eine Meditation und halt auch Yoga und auch Kraftübungen, so den Stütz und gewisse Dehnübungen. Und das bekommt mir sehr, sehr gut. Und ich habe mir das auch irgendwann mal, wo ich drauf gestoßen bin, ich will das bis zu meinem Lebensende durchhalten. Also es gibt kaum einen Tag, wo also ich habe ein kleines Programm, was nur eine Viertelstunde, halbe Stunde geht. Dann gibt es aber auch ein größeres Programm, was 1,5 bis 2 Stunden geht, je nachdem. Und weil ich das schon so lange mache, gibt es immer noch, ich muss mich immer noch, manchmal freue ich mich richtig abends schon drauf, Ja. morgens mache ich mein Programm, aber dann gibt es auch Tage, da kommt es mir vor wie am ersten Tag. Also, wo ich mir denke, jetzt bist du schon so und so viele Jahre dabei, da müsste doch eigentlich, das müsste doch flutschen, müsste viel besser gehen. Und manchmal ist es wirklich so, dass es wirklich, ich muss mich richtig dazu hinzwingen. Trotz Ja. jahrelanger Disziplin. Also man muss diese Disziplin aufrechterhalten können. Und so auch in den Genau, Ernährungsfragen. das kann man ja übertragen durch Selbstbeobachtung auch. Also an welcher Stelle steige ich zum Beispiel aus, sich selber zu beobachten? Und am Anfang kann man es auch zum Beispiel so machen, dass man sich auch mal erlaubt, einen Fehler zu machen und sich dabei beobachtet. So, was passiert jetzt, wenn ich jetzt etwas ja, nicht eingehalten habe, was ich eigentlich machen wollte, zum Beispiel. Wie geht es mir? Was passiert in mir währenddessen? Wie geht es mir danach? Und sich das durch das Erlauben, dass man gerade den Fehler macht, aber sollte man halt dann nicht fürs ganze Leben machen, sondern mal so ein paar Mal beobachten und dann die Entscheidung treffen, wie ist es denn jetzt, wenn ich es anders mache? Wenn ich es trotzdem durchziehe, zum Beispiel. Wie fühle ich mich dann danach? Wie fühle ich mich währenddessen? Und gerade indem man sich den Fehler erlaubt, löst man schon Widerstände auf. Und das heißt, es steht dann wieder mehr Energie zur Verfügung, um das die nächsten Male wirklich durchzusetzen. So habe ich das auch gemacht durch die ganze Selbstbeobachtung, auch beim Haushalt machen. Damals hatte ich das vor ein paar Jahren.
Am Anfang war das alles so unter Druck. Dann habe ich alles gesehen, was noch zu tun und zu machen ist. Und dann habe ich das irgendwann so innerlich transformiert, dass alles einfach mit Freude gemacht habe. Dass es zwar immer noch viel war, aber ich hatte eine andere innere Haltung dabei. Und das war ein spannender Wandlungsprozess, weil seitdem läuft es wie so im Fluss. Und das gibt mir mehr Energie. Und davor hat es mir mehr Energie geraubt. Ganz interessante Erfahrungen habe ich da gemacht. Für dieselbe Arbeit sozusagen einmal, jetzt steht dir mehr Energie zur Genau. Verfügung als früher. Also du hast da die innere Haltung angesprochen und es ist auch entscheidend. Ja, hast du da vielleicht den einen anderen Tipp, vielleicht auch nochmal für mich und für den einen oder anderen Zuschauer, wie du diese innere Haltung quasi transformiert hast? Ja, zuerst viel durch das Beobachten, was löst denn der innere Druck in mir alles aus? Dann habe ich den Druck wirklich ganz massiv gefühlt, habe ich aber auch zulassen. Das heißt, ich habe den bewusst gefühlt, den ganzen Druck, den ich da hatte, auch teilweise Ärger, Frustration oder auch manchmal Wut, Traurigkeit, Überforderung, was auch immer da war. Das mal wirklich, während ich das gemacht habe, alles gefühlt. Und dann habe ich meistens beobachtet, ah, jetzt wird es einfach leichter und die kommen auf einmal dann so langsam in so einen Fluss rein. Und das geschieht dann einfach von alleine. Es ist dann kein Aufwand mehr, das zu tun, was ich gerade tue, sondern ich habe zum Beispiel währenddessen sogar kreative Ideen. Oder es tut mir gut, weil ich das mehr als Abwechslung sehe für andere Bereiche, die ich sonst mache. Dass ich weiß, okay, die Bewegung zum Beispiel, die freut mich jetzt gerade, weil ich bin jetzt viel am Laptop gesessen oder so. Dann freue ich mich schon drauf, Haushalt zu machen. Und mehr hat der spielerische Aspekt, den finde ich genial. Also den habe ich jetzt mittlerweile im Alltäglichen immer mit drinnen. Ich singe zum Beispiel währenddessen, ich tanze oft währenddessen. Und das löst so was Kindliches irgendwie in mir aus. Das hilft mir einfach total gut. Und es ist dann mehr so die Fröhlichkeit, das zu tun und ist keine Arbeit mehr. Wieder kindlich sein und spielerisch. Ja, da fällt mir was ein. Ein Spruch, mal sehen, ob ich den zusammenbekomme. Also, weil es gibt ja gewisse Arbeiten, da hat man einen großen Widerstand oder möchte man gar nicht machen. Und da gibt es einen Spruch, mal sehen, ob ich den zusammenkriege. Wenn du nur bereit bist, das Leichte zu tun, dann wird das Leben schwierig. Aber wenn du bereit bist, das Schwierige zu tun, wird das Leben leicht. Also du hast dich transformiert, indem du praktisch diesen Spruch umgesetzt hast. Und jetzt ist es für dich leicht, was vorher für dich Stimmt. schwierig war. Und Ja. diese Hürde zu nehmen, das wäre vielleicht auch eine Empfehlung. Also kommen aber wieder andere Aufgaben und dann wieder eben die Bereitschaft haben, okay, das scheint jetzt schwierig zu sein, ich beiß mich da durch oder ich bewältige das. So ging es mir auch mal in einer anderen Selbstständigkeit, da wollte ich nie die Steuererklärung machen, bis ich mir dann die Systemfrage gestellt habe und ich habe dann ein Problem. Wenn ich dann in ein Thema eintauche, dann geh ich so tief rein, dann bin ich halt auch über das habt ihr jetzt in Österreich nicht so sehr das Thema halt der Souveränität, Staatssouveränität, da bin ich auch über dieses Thema gestolpert, über die Steuererklärung, wo ich dann ganz tief reingegangen bin, aber ich habe mir dann an einem gewissen Punkt keinen Gefallen mitgetan. Ich fand es total toll, die Erkenntnisse, die ich daraus gewonnen habe, aber sie haben am gewissen Punkt nicht mehr gezündet oder gewirkt. Das ist immer die Gefahr dabei. Jetzt fällt mir das, auch die vermeintlich schwierigen Aufgaben fallen mir etwas leichter, aber ich muss aufpassen, dass ich an gewissen Stellen nicht zu tief blicke, weil das manche überhaupt nicht mögen. Da sticht mir dann manchmal in ein Wespennest rein, wo man sich eher selber Schaden zufügt. Da muss man sehr dosiert auch da bleiben. Dann möchte ich dich nochmal fragen, was ist für dich die Essenz? Du hast es vorhin in unserem laufenden Gespräch schon mal angesprochen, aber wenn du das nochmal zusammenfassen kannst, die spirituelle Essenz. Die ist für mich immer übers direkte Gefühl erfahrbar. Es ist teilweise schwierig, das zu erklären. Auch vielleicht kennen das viele, wenn sie rausgehen in die Natur. Sie machen einen Spaziergang und sie fühlen sich am Anfang zum Beispiel haben sie ganz viele Gedanken. Sie fühlen sich noch nicht so frei und verbunden.
Und je länger sie am Weg sind, desto tiefer können sie sich einlassen, desto freier fühlen sie sich. Sie merken auf einmal, wie gut es ihnen tut. Sie sehen mehr ihr Umfeld, also zum Beispiel die Bäume, die Blumen, die Vögel. Am Anfang haben sie das vielleicht gar nicht so wahrnehmen können. Und dann entsteht was in ihnen, vielleicht eine Art Dankbarkeit im Inneren. So eine Art, schön, dass ich da bin, und oft so ein Berührtsein von dem, was uns umgibt, von der Natur. Und man fühlt sich eher Teil davon, als Teil davon, und diese Verbundenheit. Und das ist genau das, worum es für mich bei unserer Essenz geht, nämlich um die Verbundenheit zum Natürlichen in uns selber und auch draußen. Das merkt man dann irgendwann auch in der Begegnung, in zwischenmenschlichen Gesprächen zum Beispiel, in der Partnerschaft, Familie. Das ist so auch die Liebe, die man dann im Inneren fühlen kann. Und das Eintauchen, das Miteinander, Forschen, Staunen im Leben, das sich wirklich begegnen, hinhören, mal still werden auch zum Beispiel, den Raum entstehen lassen für die richtigen Worte, fürs Gegenüber, für einen selbst. Und da kommt dann auch wieder das Kindliche für mich zum Vorschein, das Neugierige, die Entdeckungsfreude an einem selbst, was einen ausmacht, am Gegenüber, an der Natur draußen, den Tieren. Viel hat mit Beobachtung zu tun. Da lernt man, finde ich, auch das meiste. So, was machen denn die Ameisen, was machen die Schmetterlinge, die ich gerade sehe, wie leben die, oder die Jahreszeiten, die beobachten. Jetzt fallen zum Beispiel die Blätter langsam von den Bäumen, und das Alte stirbt irgendwie ab, aber es ist sinnvoll, weil das gibt auch die Energie danach für den Frühling irgendwann. Die Nährstoffe stellt es bereit. Es ist auch wichtig, was loszulassen, damit man neu erblühen kann. Ja, das alles, finde ich, das hat ganz viel mit unserer eigenen Essenz zu tun. Und durch die Beobachtung, auch durch das Rausgehen, lernt man sich selber viel mehr kennen, anstatt wenn man immer nur in Innenräumen ist oder in Betongebäuden ohne Natur. Ich finde, natürliche Umgebung löst ganz viel schon aus und kann uns ans Wesentlichste erinnern. Du sprichst die Dankbarkeit an. Das ist für mich ein ganz wichtiger Schlüssel. Wir werden ja immer so ins Außen gezogen. Du hast dann die Laptop-Arbeit angesprochen. Fernseh und Radio höre ich seit Jahren nicht mehr. Natürlich bekomme ich durchs Internet und auch die ein oder andere Schlagzeile mit, wenn ich einkaufen gehe, etc. Man wird immer so ins Außen gezogen, und ich merke, wenn ich dankbar bin, wenn ich wirklich eine wirkliche Herzensdankbarkeit entwickle, dann geht es mir gut, dann werde ich glücklich. Das geht sogar bis zum Tränenfluss. Du hast den Gang in die Natur angesprochen. Und da gibt es bei mir auch Momente, wo ich dann diese Dankbarkeit spüre. Und das ist Dankbarkeit ist für mich eine ganz, ist auch, ist für mich mit die größte Essenz. Dann hast du die Stille angesprochen. Weil so viel Informationen draußen unterwegs sind, weil wir so überflutet werden mit Informationen, liebe ich die Stille. Also ich sehne mich nach der Stille. Aber ich kenn es auch, wenn dann, dass ich zu viel Stille erfahre, dann brauche ich wieder Aktivität. Also ich glaube, hier gilt es für jeden, für sich die richtige Balance zu finden. Genau, den richtigen Rhythmus eben in allem, weil jeder Bestandteil ist wichtig, aber nicht ins Extrem. Weil wenn man jetzt einen Bereich, das merkt man dann vielleicht an einer inneren Unruhe, Nervosität, man wird zu hibbelig und man merkt so, jetzt eigentlich sollte ich mich zum Beispiel gerade bewegen. Man merkt dann irgendwann so die Impulse, was ist es denn, was jetzt eigentlich an der Zeit ist, was ganz wichtig ist für mein inneres Gleichgewicht. Jetzt ist es an der Zeit, mal wirklich gut zu essen. Jetzt ist es an der Zeit, mir nicht mehr zu informieren, Laptop, Handy ausschalten, ganz weggehen oder auch nicht erreichbar sein. Oder aber auch wieder sich einzusetzen, informieren, was zu tun, zu lesen, was auch immer. Indem man sich da gut kennenlernt selber und beobachtet, lernt man auch da, was ist denn wirklich mein Rhythmus, was ist auch gerade meine Energiequalität, die ich jetzt gerade habe.
Weil wenn man das zu nutzen lernt und es erkennt, wann was dran ist, dann erleichtert man sich echt das Leben. Man hat dann die Energie zur richtigen Zeit auch zur Verfügung, um alle Herausforderungen anzugehen und alle Ziele umzusetzen, die Vision auch zu leben. Also ich bin wirklich, ich sage es zum dritten Mal, ich bin wirklich fasziniert. Ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber was für eine Klarheit und Entspanntheit und bei dir so rüberkommt. Ich kenne aber auch Menschen, ich bin jetzt halt auch ein bisschen über 60 und ich kenne halt auch Menschen, die über 60 sind, die das überhaupt gar nicht mitbringen. Deshalb war auch die Frage, möglicherweise siehst du dich als alte Seele. Da gibt es ja auch diese Vorstellung, dass es Menschen gibt, die geboren werden, die aber auch schon einen ganz alten Seelenkern in sich tragen, die schon viele Sachen erlebt haben und dann auch in den Herausforderungen, gerade in der jetzigen Zeit besonders standhalten können und bestehen können, während wieder andere nur zweimal geboren, ich sage jetzt mal als Beispiel, die eigentlich gar keinen Zugriff haben auf die Dinge. Und das darf man auch gar nicht als Vorurteil sehen. Also auch wenn ich über den einen oder anderen sehr enttäuscht bin, was diese C-Geschichte anbelangt. Für mich war das klar, also es kommt überhaupt nicht in Frage da, also mit der Maske rumzulaufen, das fand ich schon ziemlich strange. Und dann, als ich dann mit diesen Impfungen abzutun, und ich habe aber auch gemerkt, viele haben auch nicht, haben, sind in Berufen drin, wo sie das eigentlich mal, wo der gesellschaftliche Druck so groß war. Ich habe halt in Kauf genommen, ich hatte damals als Yogalehrer gearbeitet in so einer gemeinnützigen, bei einem Sozialträger, da hieß es, ich müsste mich impfen, habe ich halt gesagt, okay, dann kann ich hier nicht mehr arbeiten. Also ich habe das dann wirklich in Kauf genommen, dann die Stelle dann auch zu verlieren, und habe gesagt, nee, das kommt für mich nicht in Frage. Ich habe ja eine Yogalehrerausbildung absolviert, um auch eine Alternative zum Bestehenden zu haben. Also für mich ist solche Eingriffe wirklich das aller letzte Mittel, wenn überhaupt. Also das muss für mich schon einleuchten. Für mich war das überhaupt nicht einleuchtend. Und da sind wir jetzt bei der Leuchtkraft. Du bringst die Menschen zu ihrer Leuchtkraft sozusagen. Sie sich selber immer zu jedem Zeitpunkt, in dem sie sich wieder aufs Wesentliche konzentrieren, die Prioritäten richtig setzen oder so einfache Dinge auch umsetzen, wie eben das Rausgehen in die Natur. Und das, was ich mich frage, warum schaffen es manche Menschen da auch durch die jetzige Zeit gut durchzugehen? Ich glaube, irgendwie es ist es immer die Verbundenheit zum innersten Kern, die uns wirklich weiterhilft und die Dankbarkeit. Dankbarkeit, ja, das ist auch für mich ganz ein wichtiger Schlüssel. Und das habe ich mir bewahrt, weil du hast ja am Anfang einen Text von mir durchgelesen, wegen der Leuchtkraft der Schulzeit und so weiter. Aber die Dankbarkeit, die hat mich durchgehend begleitet. Das war etwas in mir. Ich habe auch immer die ganzen, eben das Natürliche habe ich immer erkannt, egal wo ich durchgegangen bin, egal ob ich in einer Stadt war, ob ich am Land war. Ich habe da meinen Blick immer hingehabt, zu jedem Baum, zu Katzen, am Hund, zu Menschen, denen ich in die Augen geschaut habe und die sich gefreut haben, die ich gegrüßt habe oder angelächelt, zu Kindern. Also das Leben, die Wesen, die wirklich lebendig sind, die habe ich immer wahrgenommen und das hat mir ganz viel Kraft auch gegeben, weil ich habe da ja, für mich auch das Sinnvolle im Leben trotzdem immer erkannt, egal wie tragisch was vielleicht war von Erfahrungen her, wie schlimm das dort war. Trotzdem habe ich die Dankbarkeit und die Verbundenheit immer gefühlt. Und es ist auch etwas, was ich ganz stark weitergeben kann, wie wichtig das ist, das zu tun. Egal wo wir sind, wir finden überall irgendwas, wofür wir dankbar sind. Und auch das Schlimme, dafür bin ich überaus dankbar. Weil ohne dem Ganzen wäre ich jetzt sicher nicht da, wo ich bin, würde das Interview nicht führen oder geben und würde meine Interviews auch nicht führen können. Also du coachst halt auch Leute. Wie erreichen dich denn Menschen, die sich jetzt von dir angesprochen fühlen und sagen, okay, mit der Nina möchte ich das möchte ich erfahren, wie die Nina da vorgeht.
Deshalb nochmal, kannst du uns ein bisschen den ein oder anderen Einblick in deine Arbeit geben und dass du nochmal was ein bisschen über deine Webseite sagst. Genau. Entschuldige, du hast ja auch sogar noch einen YouTube-Kanal, das werden wir dann alles ein bisschen verlinken hier auch. Aber da, dass du da nochmal über deine Arbeit und dein Coaching da nochmal ein bisschen ein paar Worte verlierst. Ja, gern. Also auf ninamuigg, muigg.com, da findet man grundlegend alles, was ich anbiete. Die Coachings, das sind eigentlich so drei Bereiche bei den Coachings. Es ist einmal das 1:1 Leuchtkraft-Coaching. Da gehen wir 1:1 wirklich in die Tiefe und schauen individuell, was braucht es jetzt gerade, was ist unangenehm, was möchte ich zum Beispiel nicht so erleben in meinem Leben, wo wäre ich mit dagegen? Und genau da schauen wir auch uns das Unbequeme an. Was ist es denn? Weil ich finde eben wichtig, da durchzugehen. Da begleite ich auch durch. Begleite ich auch unter anderem deswegen durch, weil ich selber das viel erlebt habe, wie es sich anfühlt und sich dem zu stellen. Herausforderungen am Weg, die auftauchen, mit Ängsten, mit den verschiedensten Gefühlen, mit denen man vielleicht sogar überfordert ist im Leben, um eigentlich den Weg in die Leuchtkraft und die Eigenverantwortung wirklich klar und kraftvoll gehen zu können. Und das andere, das ist auch etwas für die Kinder und für die Tiere, weil die speichern auch sehr viel Stress in sich ab. Und gerade bei denen ist es so, die saugen alles auf an unangenehmen Erfahrungen. Und das kann dann in den Zellen auch gespeichert werden, praktisch die stressigen Situationen. Und wenn man die ganz früh schon auflöst, dann trägt es auch zu ihrem inneren Gleichgewicht bei, dass sie sich freier fühlen, freier entwickeln können. Und das liegt mir auch sehr am Herzen, die Arbeit mit Kindern, mit Tieren. Da findet man alles bei meinen Coaching-Angebote. Und sonst habe ich den YouTube-Kanal Leuchtkraft TV. Da mache ich Aufklärungsarbeit, also zu kritischen, gesellschaftskritischen Themen, Verschwörungsthemen und auch Thema Bewusstsein und Gesundheit insgesamt. Und auf Telegram ebenfalls, da Leuchtkraft TV auf Telegram. Da bringe ich aktuelle News, bringe auch alles rund ums Thema Aufklärung, Bewusstsein und Gesundheit und auch aus meinen Augen einfach wichtige Informationen für die aktuelle Zeit. Ja, alles, was mir anspricht, oder gut, alles, das wäre viel, aber vieles davon von dem, was mir anspricht, das teile ich da drauf. Auch viele persönliche Botschaften und Texte von mir in meinem Newsletter genauso. Alles, was mir am Herzen liegt, das spreche ich an, egal wie. Ja, wie direkt es manchmal ist, ich sprich alles an, was mich bewegt. Toll, finde ich richtig gut. Und du hast das Newsletter angesprochen. Wir sind ja auch sozusagen sowas wie Kollegen. Ich erfahre halt auch, ich spreche halt auch das ein andere an im Newsletter. Jetzt mache ich es eigentlich gar nicht mehr so, weil ich dann auch schon heftige Kritik erfahren habe. Ja. Und dann habe ich von anderen gehört, dann kriege ich so Ratschläge oder Empfehlungen. Ja, du musst, die Leute wollen was Positives und so weiter. Habe ich gesagt, aber das bewegt mich im Moment gerade. Und es ist mir egal jetzt, ob sich Leute aus meinem Newsletter verabschieden oder nicht. Das ist das, was mich gerade bewegt. Und das möchte ich loswerden. Und ich kann jetzt nicht nur Blümchen-Newsletter machen, also dass alles heile, heile Welt ist und dann kannst du dann besser verkaufen, all diese ganzen Marketing-Tricks und strategischen Vorgehensweise, das liegt mir gar nicht so sehr. Natürlich gehört alles auch ein Stück weit dazu und ist mir schon klar, aber ich bin nicht so ein Marketing-Typ. Dann hatte ich einmal irgendwie, mich stört schon unglaublich das Wort Mindset. Das geisterte dann überall bei mir rum. Das hat sich so richtig festgefräst bei mir. Mindset, ich sage mal, Mindset stimmt. Was heißt ein Mindset auf Deutsch? Denkweise an und für sich. Aber es wird halt gern im Marketingbereich verwendet. Und deshalb an die Frage an dich: Wie gehst du mit negativen Reaktionen um? Ja, am Anfang hat mir das sehr teilweise auch verletzt oder berührt. Dann brauchte ich so Zeit, um das zu verarbeiten. Und das hat mich schon manchmal rausgebracht so. Und zweifeln lassen, alles Mögliche. Das war so vor ein paar Jahren bei den ersten sehr negativen Kommentaren und Austragungsfeedbacks zum Beispiel vom Newsletter. Aber ich habe beobachtet, ich kann gar nicht anders. Ich muss es einfach machen. Weil das entspricht meinem Herzen, es geht nicht mehr um das. Ich muss das ansprechen und mittlerweile, also
ich lese das gar nicht oft nach, sondern alle paar Monate mal schaue ich kurz rein, was gab es da vielleicht für Austragungsfeedback, ja, gab es da irgendwas. Jetzt hat sich's verändert, also ich kann viel besser damit umgehen. Ich mache trotzdem weiter mit denen. Ich spreche auch sehr dunkle Themengebiete an, dunkelsten ungefähr, die es gibt, weil mir das einfach am Herzen liegt, das zu tun. Und wenn sich da welche austragen, dann sollen sie lieber gehen, weil dann, es sind halt auch nicht die richtigen dann bei mir auf den Kanälen und im Newsletter. Manchmal spreche ich es auch direkt an, dass sie dann besser gehen sollen und woanders hin. Ist ja in Ordnung, also kann ja jeder selber entscheiden auch. Ja, selbstverständlich. Du sagst, und das fasziniert mich zum dritten Mal. Ich finde es toll. Oder wie soll ich es ausdrücken? Du sagst, du sprichst auch die dunkelsten Themen an. Also ich kenne wirklich ganz, ganz dunkle Themen und ich spreche sie nicht mehr an, weil ja, da wollen viele gar nicht hingucken. Und da sage ich gleich Brückenschlag, also zu deinem Coaching. Also Schattenarbeit ist auch ganz, ganz wichtig. Und dazu gehören halt auch diese dunkelsten Themen. Wenn sie auch nicht, ja, prickelnd sind, aber es gehört halt auch dahin hinzuschauen und so nach dem Motto Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Also zum spirituellen Fortschritt gehört halt auch diese Schattenarbeit. Und da sprichst du halt auch diese Dunkelthemen an. Sprich mal eins nur ganz kurz an. Wir wollen es jetzt nicht vertiefen, aber was ist eins der dunkelsten Themen für dich? Satanische Rituale, Kindesmissbrauch zum Beispiel. Okay, und genau da habe ich lange gebraucht, um diese Hürde zu nehmen. Und dann bin ich das ein oder andere Thema ganz tief eingestiegen. Also das haut einen ja so um. Das raubt ja einen auch den Atem teilweise, wenn man sich da eingehend mit beschäftigt. Und deshalb die Frage an dich, wie gehst du damit um, wenn du da in dieses, in gerade so, das ist ja ein brutalstes Thema, jenseits von Worten, was da einem begegnen kann. Wie gehst du damit um? Ja, im Grunde habe ich ganz viel dazu, wie ich damit umgehe, schon gesagt im Interview, weil ich habe einfach erkannt, wie wichtig das ist, zum Beispiel eine gesunde Lebensweise zu haben, auf meinen Rhythmus zu hören, rauszugehen. Also ich sitze jetzt nicht nur Tag und Nacht vor dem Laptop und schaue mir die Videos an, sondern ich mache auch sonst sehr viel, auch für mich selber. Eben, ich bewege mich, ich ernähre mich gesund, ich koche mir jeden Tag selber, oft mehrmals. Nimm mir die Zeiträume, um in Ruhe zu essen, die Stille, die Dankbarkeit, gute Begegnungen, Gespräche, Zeit mit Familie, Freunden, in der Natur, mit Tieren beisammen sein, sie streicheln, was sonst, blödeln, lachen, spielen, kreativ sein, kreative Hobbys auch machen, Musik hören oder die richtige Musik halt, tanzen. Gut. Trainieren, das bringt mir so viel und deswegen kann ich auch das Ganze überhaupt verarbeiten. Weil wenn ich jetzt nur zu einseitig darauf schauen würde, dann hätte ich auch Schwierigkeiten damit, umzugehen. Für wie wichtig hältst du dahin zu schauen? Weil für viele halten das gar nicht wichtig. Sehr wichtig finde ich das. Es geht auch um die Kinder. Es geht Selbstverständlich. darum, was mit denen passiert. Es verschwinden Millionen an Kindern jährlich. Fast niemand schaut dahin. Es liegt in unserer Verantwortung, auch von den Erwachsenen, von den Eltern, von allen Eltern, die Kinder zu schützen und genau zu beobachten, was passiert da. Weil zum Beispiel auch in verschiedenen Einrichtungen passieren Missbräuche und man würde das gar nicht vermuten, wo überall. Also ganz klar hin zu schauen, um die Thematik zu erkennen, wo das stattfindet. Verhaltensauffälligkeiten auch beobachten von Kindern oder wenn welche schlimme Ereignisse erzählen, das immer ernst nehmen, was die Kinder erzählen und anvertrauen, weil sonst teilen sie das irgendwann nicht mehr, weil sie fühlen sich zum Beispiel schlecht damit, sie fühlen sich vielleicht falsch, wenn sie was beschreiben, was ihnen möglicherweise sogar selber passiert ist. Wirklich hinschauen und ernst nehmen, weil das Thema, das passiert sehr häufig, viel häufiger, als wir uns das vorstellen können überhaupt. Und das schützt auch die Strukturen, weil sie wollen, dass wir nicht hinschauen. Und indem sie der spirituellen Szene auch immer wieder sagen,
nur aufs Positive fokussieren, Licht und Liebe und das andere gar nicht anschauen, Ja. weil sonst stärken wir das mit unserer Aufmerksamkeit. Das wollen die. Sie wollen es nicht, dass wir das durchschauen und dass wir die Kinder schützen. Ich finde es total cool, dass du das auch so ansprichst. Die UNESCO ist ja auch nicht gerade eine ganz saubere Organisation, die ist ja gerade aus diesem Grund gegründet worden, ja, Kinder abzufischen und für einen rituellen Missbrauch zur Verfügung zu stellen oder wie auch immer. Ich habe da gruseligste Geschichten drüber gehört. Also du sagst, man sollte auf jeden Fall hinschauen und dieses Licht und Liebe predigen. Das bedient nur die eine Seite, aber nicht wirklich die Schattenarbeit. Also würdest du sagen, oder betreibst du auch in deinem Coaching dann diese Schattenarbeit? Ja, genau um die geht es. Eben da, wo man eigentlich alleine nicht hinschauen will oder sehr ungerne, da schaut man hin, weil das, ja, das bringt einfach ganz viel von der Kraft her. Dann muss man nicht immer Widerstand leisten und die Themen unterdrücken ein ganzes Leben lang, sondern dann arbeitet man es durch und Ja. gewinnt viel mehr Kraft, Klarheit, die Liebe wächst, die Fröhlichkeit, man glaubt es vielleicht nicht am Anfang, die Freude, das wächst alles gleichermaßen. Weil je mehr ich bereit bin, auch die unangenehmen Gefühle zu fühlen, auch Ängste zum Beispiel denen zu begegnen, desto tiefer wird die Freude, desto tiefer wird die Liebe und alle guten Gefühle auch. Und desto mehr Kraft hat man. Ja, ganz, ganz interessant. Ja, ähnliche Erfahrungen habe ich auch schon gemacht. Also, da mal auch hinzugucken, es ist zwar schockierend, erschreckend, manchmal Ja. jenseits von Ausdrucksweise und auch mal da hinzuschauen, um vielleicht auch den eigenen Schattenanteil für sich dadurch auch zu erlösen, auch wenn man da gar nicht hinschauen möchte. Weil wir sind ja ein dreifaltiges Wesen oder mehrschichtiges Wesen, wo halt auch das Dunkle in uns drin ist. Und das sollte man auch, da sollte man auch hingucken, wenn man sich spirituell weiterentwickeln will. Liebe Nina, ich könnte stundenlang weiter mit dir sprechen, Ich auch, ja. gerade über auch über die Schattenseiten des Lebens, weil ich habe da auch, als ich da mir das angeguckt habe und auch die eine oder andere Hürde genommen habe, habe ich auch wieder ein Stück weit ein bisschen Freiheit an mir erfahren. Aber man muss oder man sollte da sehr dosiert vorgehen. Also nur so viel sich Ja. dahingeben, wie man wirklich auch verkraften kann, weil das sind Genau. wirklich ganz gruselige Themen. Und liebe Nina, vielen lieben Dank für deine Zeit, die du hier jetzt mit mir hier verbracht hast. Und wir haben alles so ein bisschen angesprochen. Und hast du vielleicht noch ein paar Worte an die Zuschauer, die du gerne hier loswerden möchtest oder was du da nochmal anbringen möchtest? Ja, jeder Einzelne kann, hat es selber in der Hand, wo wir insgesamt als Menschheit stehen. Also es ist nicht festgeschrieben irgendwo. Ich finde, jeder kann zu jeder Zeit und an jedem Tag sehr gute Entscheidungen treffen, die Lebensweise so verändern, dass er wirklich was beitragen kann, auch in der Welt, dass er vielleicht auch mit dem, was einem selber am Herzen liegt, nach außen geht, das teilt. Und das können ja unterschiedliche Formen sein. Das muss jetzt nicht so ein Online-Kongress oder Online-Arbeit sein. Es kann im direkten Umfeld sein, je nachdem, was einem selber wirklich entspricht. Aber jeder hat so viel Kraft, etwas zu verändern und zu bewirken. Und wenn du dich angesprochen fühlst, dann wirst du sicher schon wissen, dass es an der Zeit ist, was zu verändern und eben was zu bewirken. Und deine Leuchtkraft auch zu zeigen, teilen mit anderen Menschen und sie dir einzugestehen, dass du sie hast und immer hattest. Danke für das da dabei sein können. Mir hat es große Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Ja, mir auch. Ich hätte jetzt noch die eine oder andere Frage und ich bringe sie jetzt noch mal. Trotzdem, du hast da zwar deine Worte schon an die Teilnehmer gerichtet, aber irgendwie habe ich doch noch mal eine Frage. Glaubst du an Karma, an diese Geschichten des Kommt drauf an, Karmas? was man drunter versteht. Ja. Also ich finde, dass jede Handlung, die wir machen, jede Entscheidung eine bestimmte Konsequenzen mit sich bringt.
Und je nachdem, in welche Richtung das geht, kann das sich gut oder auch sehr schlecht auswirken, nicht nur auf uns selber, sondern auch auf andere. Deswegen ist wichtig, dass wir erkennen, wie groß die Verantwortung tragen, auch die wir haben für die Handlungen, für die Wahlen, die wir treffen und auch für die, die wir nicht treffen, die wir unterlassen aus irgendwelchen Gründen. Und das Gewissen, das ist für mich so ein springender Punkt. Wenn ich zum Beispiel was mache oder dabei bin, etwas umzusetzen, wo ich ein schlechtes Gewissen dabei habe, dann bringt es von mir aus kein gutes Karma. Und wenn ich darauf achte, was sagt mir mein Herz, meine Intuition ganz klar, was ist richtig, was fühlt sich richtig an, dann habe ich auch ein gutes Gewissen dabei und somit auch gutes Karma, was ich erzeuge. Ich weiß nicht, ich möchte jetzt hier unser Interview zum Ende kommen lassen. Ich weiß nicht, ob es Benjamin, ich weiß nicht, wie hieß so ein amerikanischer Präsident, Benjamin, komme ich jetzt nicht drauf, irgendwie Benjamin mit Vornamen, jedenfalls hat er einen Satz gesagt, man ist verantwortlich für das, was man tut und auch für das, was man nicht tut. Also es geht in beide Richtungen, die Verantwortung, die du auch am Anfang in unserem Interview angesprochen hast. Ja, das war jetzt nochmal, war mir die wichtig, nochmal die Frage gestellt bezüglich Karma. Ja, danke dir für die Zeit, die du hier genommen hast und danke an die Teilnehmer, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Ich hoffe, das Gespräch, das Interview hat euch was gebracht und ihr konntet für euch da die Essenz für euch herausziehen. Dann alles, alles Liebe und bis bald zum nächsten Interview. Danke.